Dann schauen wir mal, wo wir gerade sind. Wir haben keinen Krieg. Wahrscheinlich wieder die größte Flotte. Die habe ich um den Zeitpunkt in etwa. Nee, die Briten haben noch mehr. Wir bauen die zwei weitere Träger, das ist schon mal gut. Die Schiffe sind von, wir haben 28 und die sind von 14. Drei in Steck ist wahrscheinlich nicht so berauschend. Das heißt, die sollte ich demnächst einmal ausmustern. Ja. Nicht mehr über die Maßen viel. Ach genau, wir haben ja das hier. Wir haben Flottenabkommen. Okay. Okay. Dann sind meine Möglichkeiten sowieso erstmal eingeschränkt. Kann ich mal hier noch die Werft vergrößern? Ob ich so etwas wie Groupies habe, keine Ahnung. Das vorhin war War Thunder, jetzt spielen wir Rule the Waves 3. Ein Flottenbausimulator de facto. Für jemanden wie mich hochinteressant, weil es halt die Realität abbildet. Warum man Schiffe, wenn wir uns den hier anschauen, 8 14-Inch-Geschütze, solide Bewaffnung. Ja, gut, ist ein bisschen langsam, aber guter Gürtelpanzer, der Deckpanzerung ist jetzt auch nicht so katastrophal schlecht. Warum behält man die nicht? Weil ich mit einer Modernisierung niemals so viel machen kann wie mit einem Neubau. Gasturbine kann man später mal bauen, okay. Egal, was ich damit mache, es wird nie so gut sein wie ein Neubau. Deswegen schmeißt man Dinger weg, die eigentlich noch ganz passabel sind. Und ich habe inzwischen gelernt, wenn die beschädigt sind, muss ich sie eine Runde aktivieren, damit sie sich repariert. Reparieren lassen, dann kann ich sie einmotten. Prestige und Tension, ja, warum nicht? Mehr Prestige ist immer gut. Wollen wir einen neuen Torpedobomber? Ja, wollen wir. Und zwar wollen wir Reichweite und Toughness. Denn der muss ja durchs Flakfeuer fliegen. So, jetzt motten wir die ein. Es gibt ein paar Leute, die verstehen nicht, dass es nicht nur Russlandfreund und Ukraine bejubeln gibt. Das Lustige ist, im englischsprachigen Raum gibt's, im deutschsprachigen Raum gibt es offensichtlich ein vernünftiges Volumen an Leuten, die ein Interesse an sowas haben. Im englischsprachigen kaum. Ich muss mir überlegen langsam, ob ich für meinen englischsprachigen Channel komplett eigenen Content mache. Tie between our ally Japan and Spain. Ja, was auch immer. Ob ich komplett eigenen Content machen soll. Denn die Zuschauer wissen es einfach nicht zu würdigen im englischsprachigen Raum. Das war dieses Schrottding hier. Genau. Das kann der 41 Flugzeuge tragen. Was haben wir jetzt hier? Shipborne Operations. Purpose-Built Aircraft Carriers. Ist das jetzt der hier? Genau, der hat noch massenhaft Geschütze an Bord. Was gibt es denn noch an Einschränkungen? Es gibt keine Einschränkungen, es gibt nur eine Größen. Nee, Moment, es gibt, wir haben gerade keinen Vertrag. Ich kann bauen, was ich will, wenn ich das richtig sehe. Genau. Ich kann bauen, was ich will. Dann schauen wir mal, ob wir noch einen vernünftigen Flugzeugträger hinbekommen. Das ist aktuell die größte Größe eines Flugzeugträgers. Haben wir noch massig Gewicht frei. Kann ich die Kasematten hier rausschmeißen? Kann ich. Zweiundsiebzig Flugzeuge? Eigentlich keine Panzerung. Naja. 72, das passt soweit. Dual Purpose passt. Können sie Double machen.
Richtig sehe, ja, können wir. Okay. Das passt jetzt nicht so ganz. Die sollten eigentlich woanders sein, weil sie so ja aussehen, als ob sie auf dem Deck wären. Aber egal. Single Set Position. Soll ich mich damit wirklich? Das ist ja rein optisch. Nur damit es besser aussieht. Kann ich die hier zu Dual Purpose machen? Oder muss ich noch volle Artillerie bauen? Muss ich nicht. Okay. Dann machen wir das doch so. Sponsored. Was ist sponsored? Auf separaten wahrscheinlich, oder was? Dort ist was fürs Gewicht? Nee. Ist rein optisch wieder, wie es mir scheint. Ja, wirkt so. Okay. Okay. Passt doch so. Graf Zeppelin wäre stolz auf Sie, genau. Und schon immer die Bezeichnung für Schiffe zu schwammig sind. Nee, Fregatte und Zerstörer haben unterschiedliche Definitionen. Der Zerstörer ist zu allen Kampfhandlungen in der Lage, die Fregatte nicht. Das ist zum Beispiel ein großer Unterschied. Deswegen können heute Fregatten viermal so schwer sein wie ein Zerstörer. Das heißt, die Definitionen hängen davon ab, was genau das Schiff zu können hat. Da wollte ich irgendwann auch mal ein Video drüber machen. Aber auch nie dazu gekommen. Irgendwo hier war das drin. Das mal Appendix. Index. Schauen wir mal schnell. Frigates Definition 102 Rolle. Genau. Fregatte, usually optimized for ASW, but with general purpose capability, essentially intended for the escort of non-combatant shipping, although useful for patrol and limited offensive operations. Capable of ocean-going transits and tasks usually air-capable. Korvette ist kleiner, hat limited endurance and capability, also beschränkte Reichweite und Fähigkeit. Sie ist beschränkt in ihren Fertigkeiten. Also man hat eine U-Jagd-Korvette zum Beispiel, die ist gut für die U-Boot-Jagd, hat aber nur Selbstverteidigungsfertigkeiten. Die Fregatte ist etwas größer, kann alles so ein bisschen, und der Zerstörer ist deutlich größer, ist für alles ordentlich gerüstet. Das heißt, die Definitionen sind nicht gänzlich willkürlich. Und deswegen ist auch hier zum Beispiel, nennt er noch Größenangaben in dem Buch. Das Buch stammt eigentlich irgendwo aus den 80ern oder sowas. Das heißt, das ist nicht mehr ganz umsetzbar. Aber deswegen kann heute eine Fregatte kann 8000 Tonnen haben. Die kann langsam die Größe eines schweren Kreuzers erreichen. Okay, wir haben 74 frei, aber das passt. Wir wollen ja irgendwann auch noch Radargeräte und sowas drauf montieren. Ja, machen wir das. Wie teuer ist es eigentlich? 2,7. Gut. Gibt es noch Kreuzer? Ja.
Die Japaner bauen gerade wieder welche. Und die Amerikaner haben welche und die Russen. Ja, wir stimmen dem Kaiser zu. Lower Risk of Landing Accidents. Oh, genau, ich sollte mal schauen. Denn die kann man, die sollte ich A ausbauen. Okay, kann ich nicht. Dann sollte ich sie in Reserve schicken. Das müsste eigentlich Geld sparen. Und ich glaube, ich kann langsam anfangen. Na, wahrscheinlich noch nicht. Aber die Luftschiffbasen sind eigentlich bald zumindest nicht mehr nötig. Der Kreuzer, normalerweise ist der Kreuzer dem Zerstörer überlegen, aber dafür ist er auch viel schwerer und viel teurer. Gut, dann sind wir wohl im Krieg mit Spanien. Besseres Flugzeug. So, dann brauchen wir jetzt mal für meine Flugzeugträger ein paar Flugzeuge. Da ist jetzt der Nachteil, dadurch, dass ich immer Geld spare, ich habe kaum welche. Die müssen also erstmal gebaut werden. Dann konzentrieren wir uns mal hier. Den lassen wir eingemottet. Die aktivieren wir. Und bumm, haut es hier rein in unsere Unterhaltskosten. Active Fleet. Aber noch das hier, auch noch zur aktiven Flotte. Das ist ein bisschen übertrieben, was ich hier an Korvetten habe, glaube ich. Naja. Trade Protection, wie viel brauche ich? 20. Northeast Asia, das sind Kolonial. Okay. Die können wir alle, ja, Trade Protection machen, die Korvetten. Wenn wir schon hier dabei sind, können wir noch irgendwelche Kreuzer als Handelsstörer benutzen. Ah, nee, lassen wir's. Ich habe keine Ahnung, ehrlich gesagt, wo man Boot und Schiff unterscheidet. Also logischerweise, Boot ist klein und Schiff ist größer, aber ist Schiff ozeanfähig? Oder ich habe keine Ahnung, aber ein Segelboot kann auch über den Ozean fahren. Ehrlich gesagt, habe ich keine Ahnung, wie sich die beiden unterscheiden. Die Frage ist, soll ich die jetzt aktivieren? Ja, wahrscheinlich. Schon 2 Milliarden in der Miese. 2 Millionen. Naja, was haben wir hier? Lauter neue Zerstörer. Okay. Schifffahrt, Kapitän, Boot nicht. Okay. Das heißt, da ich eine Kapitänslizenz habe, ist mein kleines RIP ein Schiff. Oder wie? Ich glaube nicht, dass der Mehrwert der Scharnhorst so viel gebracht hätte, der Ausbau, denn die Überlegung ist ja auch die, weniger Rohre bedeutet weniger Trefferwahrscheinlichkeit. Und das ist ein Faktor, den man dabei mitbedenken muss. Enemy Submarine, okay. Drei U-Boote schon versenkt. Wie viele hat er denn? 40. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass es die Scharnhorst-Klasse signifikant verbessert hätte, wenn man sie mit 38ern ausgestattet hätte. Denn wie gesagt, nur sechs Rohre ist jetzt nicht beeindruckend. Aber keine Ahnung. Ja. Die 28er waren halt schon ein bisschen dünner auf der Brust, das muss man schon sagen. Sind ein bisschen nah an seiner Küste. Wie viele Flugzeuge haben die jetzt überhaupt an Bord? Ein paar, okay.
Screen, ja. Nun Ship sighted. Okay. Das heißt, wir starten direkt in der feindlichen Flotte. Und hoffe ich mal, dass unsere Flugzeugträger entkommen können. Dann können wir eigentlich gleich mal den Torpedoangriffsbefehl geben. Natürlich. Ich hasse das. Warum auch nicht, ne? Natürlich keine Chance, so zu überleben. Was ist das eigentlich? Ist das einer meiner 40.000 Tonner? Ja, klar. Ist natürlich auch noch einer meiner starken Schiffe. Nicht etwas kleine. Monk Steel, danke fürs verschenkte Abo. So. Search Pattern? Ne, wie ging's? So ging's. Was haben sie denn hier? Unready. Weather does not permit aircraft launches. Okay. Gut. Ich versuche jetzt einfach mal lebend davon zu kommen, aber wahrscheinlich werden sie mir gleich eins meiner Schlachtschiffe versenken. Die natürlich gleich zu. Ja, das ist weg. So zum Kotzen. Ich hätte, weil ich in den Gegner gedreht habe, ich hätte sofort wegdrehen müssen. Und vor allem hätte ich machen müssen, die gesamte Einheit dreht zusammen. Die sind in Formation gedreht. Das heißt, die Wird ist erstmal noch eine Weile auf den Gegner zugefahren, statt sofort wegzudrehen. Das ist also durchaus meine Schuld. Zu sehr beschweren sollte ich mich dabei nicht. So, wo ist denn die Pommern? Wo ist denn das Schiff? Hey, Pommern ist die, wo ist das andere Schlachtschiff? Die Wird, ja. Core. 10 Knoten. Okay, immerhin hält er sich bei 10 Knoten. Das scheint jetzt die KI inzwischen gelernt zu haben. Die sind nämlich früher dann gerne Volldampf gefahren und somit sofort abgesoffen. Vielleicht überlebt das ja doch. Wenn ich jetzt weit genug wegkomme. Flooding. Ich lese aber noch Flooding. Naja. Ja, das Spiel ist ganz großartig. Wobei ich ehrlich gesagt sagen muss, ich könnte sogar so weit, ich muss komplett ehrlich sagen, ich könnte ohne die Schlachten leben. Ich könnte damit leben, wenn es ein reiner Schiffbausimulator wäre und man alle Schlachten automatisch ausrechnen würde. Weil für mich der Schiffbau das Spannende ist. Ja, sie hat es überlebt. Puh. Meiner Victor, lose one prestige. Ja, okay, damit kann ich leben. 5, ja. Die wäre um ein Haar gesunken. Okay. Dann haben wir zwei, drei Korvetten verloren. Wow. Gut, dass ich so viele habe. Korvetten, ja. Ich kann gerade keine weiteren Schiffe bauen. Tut mir leid. Brauche ich noch nicht. Das war knapp. Ship History. Earthplate. Heavy Damage Torpedoes. Wow, das ist mir auch noch gar nicht aufgefallen. Da kann ich dann wahrscheinlich auch sehen, was sie versenkt haben, oder? Active Fleet. Light Damage. Scored 12 Main Battery Hits on F-Starfy. Gang gut. Okay. Nett. Gib dem Ganzen gleich ein bisschen Geschichte. Hearts of Iron spiele ich auch gerne, wenn ich dazu komme. Tue ich eben gerade nicht.
Aber prinzipiell mag ich es ja. Okay. Ich gehe mit dem Schlachtschiff und einem Schlachtkreuzer zusammen als Flotte vor deren Küste. Ich weiß nicht, ob das so schlau ist. Und wo spotte ich sie? Hier. Ich muss jetzt nur diesmal außer Torpedoreichweite bleiben. Habe ich schon mal getroffen? Er wirkt so, als ob er langsamer wird, oder? Schnell ist denn das Ding? 19 Knoten, ne, ist generell langsam. Und auch wieder. Panzerung ist okayisch, aber nur 6, 12 Insche. Der ist sowas, das Schiff ist so eklatant unterlegen. Ja, ich werde von Zeppelinen angegriffen. Okay, jetzt wegdrehen, nicht schon wieder Torpedos fressen, das war's. Okay. Das ist versenkt. Was haben wir hier oben? Kann wahrscheinlich Zerstörer sein, oder? Weil ich näher komme. Es sei denn, dass dessen Zerstörer langsamer sind als meine. Was ist denn das? Komisch. Naja, ich fahre jetzt einfach mal von der Küste weg. Ich habe alle natürlich nicht ausprobiert. Wobei ich zugeben muss, ich mag die größeren mehr. Ich mag mehr Einflussmöglichkeit. Ich finde Schiffkampf, Schiffe und Invasionen finde ich immer nicht so prickelnd. Das heißt, Japan reizt mich nicht besonders. USA ist irgendwie langweilig. Erst hat man nichts zu tun und dann hat man fast schon zu viele Einheiten. Das heißt, ich würde sagen, 80 bis 90% aller Spiele habe ich mit Deutschland und Russland gespielt. Oder der Sowjetunion und einen kleinen Anteil, noch eine passable Anzahl mit Italien, Frankreich selten und Großbritannien auch selten. Denn mit Frankreich wird man entweder überrannt oder man besiegt Deutschland und dann ist eigentlich schon fast vorbei. Das ist dann immer ein bisschen langweilig. Aber Deutschland und Sowjetunion finde ich am interessantesten. Gerade Sowjetunion ist gegen einen schweren Computergegner richtig, ja, schön herausfordernd. Okay. Alle heavy, das heißt, das ist die Reichweite, die zählt. Und dann nehmen wir natürlich den, der am weitesten reicht. Okay. Spanier sind bereits blockiert. Ja, die Rauchfahnen sind auch sichtbar, völlig richtig. Das ist die beeindruckende spanische Flotte. Das Ding ist ja, sieht ja ganz passabel aus. Halt nur 12 Inch. Hat wahrscheinlich nichts bessere, keine bessere Technologie. Wird er sich. Nee, der nimmt's Gefecht an. Interessant. Interessant. Okay. Doch. Und wieder. Okay, diesmal machen wir es anders. Und zwar das hier. Nee, Moment. Das hier hätte ich annehmen müssen. Turn together. Sofort Höchstgeschwindigkeit. Ach, das sind meine alten. Okay. Denn dann, wie man sieht, die Schwaben dreht sofort mit. So, und jetzt kann ich es wieder rausnehmen. Die Elsass explodiert, weil ihr De Munitionsdepot getroffen wird. Tja, kommt vor. Uff. Tja. Nicht so gut. Schauen wir mal, ob ich jetzt wenigstens die Sun. Ja, gut.
Die sollte nach 3 Torpedotreffern eigentlich auch Geschichte sein. So, drehen wir nochmal weg. Er fährt noch überraschend schnell, dafür, dass er gerade 3 Torpedos genommen hat. Problem ist, ich würde ihm jetzt gerne nachfahren, aber das sind ein bisschen viele gegnerische Zerstörer. Ah, das ist er doch. Oder nicht? Soll ich es riskieren? Natürlich sollte ich mir jetzt nicht hinterherfahren, aber der Vorteil ist wenigstens, das ist eins meiner alten Dinger. Das heißt, die zu verlieren ist schlecht für die Punktezahl, aber ich wollte die eh ausmustern. Ja. Da ist der Torpedotreffer. Ja. Das heißt nicht, dass ich sie deswegen verschrotten muss. Immer auf einen neuen Knoten runter, damit wir wenigstens nicht es noch mutwillig selber versenken. Und drehen weg. Wenn das Gefecht lange genug dauert, nach 3 Torpedotreffern, kann der doch unmöglich überleben. So. Dann schauen wir mal. Falke spotted unknown ship. Okay, was ist das? Egal. Auch nicht besonders schnell. Wenn es jetzt lange genug geht, müsste eigentlich sein Schiff absaufen. Wobei meins auch nicht gerade frisch ist. Ah. Ja, genau, da hat einer geraucht an Bord. Yep, so ist es, Leertes. Genau das wurde gerade simuliert. Das Lustige ist, die Briten haben das als nationale Eigenschaft. Ich habe das schon mal erzählt. Bei Rule the Waves 2 hatte ich mit Deutschland mal eine Seeschlacht mit den Briten. Ich weiß es nicht mehr. Es waren 7 oder 8, glaube ich, sind in Folge in die Luft geflogen. Unfassbar. Sind beide gesunken. Die sind beide gesunken und seins hat 3 Torpedotreffer überlebt. 3. Was zum Teufel? Okay, das wird dem Kaiser nicht gefallen. Tja. Der ist blockiert. Ich weiß nicht, was das soll. Ja, habe ich halt 2 Schlachtschiffe verloren. Spart mir Unterhaltskosten. Es war gewollt so. Okay, es tut schon ein bisschen weh. Gleich beide verloren. Uff. Coastal Raid. Cruiser Action. Das ist Multiplayer, nee. Das geht auch nicht Multiplayer, das ist reine Singleplayer. Unknown Ship. Und immer, immer Nahkampf. Was ist denn das immer für ein Dreckswetter? Natürlich. Wieder Zerstörer auf Zerstörer. Und warum ist die schon wieder abgetrennt von der Flotte? Das hat überhaupt keinen Sinn, so zu kämpfen. Nee, auf den Mistral hat es, glaube ich, kam auf 52. Die Mistral müsste es schon verwenden können. Ob es die braucht, ist eine andere Geschichte. Aber ja, das hat sie ordentlich bewaffnet, die Mistral. Wie lange sitzt man dran? Wir sind jetzt im Jahre 28 und ich glaube, es geht bis 60 oder sogar bis 70. Also, das Spiel dauert schon eine Weile. Aber man kann ja natürlich auch irgendwann in den 30ern anfangen. Man kann als Startpunkt auch 1935 nehmen. Ich habe 1890 genommen, um das Spiel so lange wie möglich zu machen. Aber das muss man nicht. Ja, solange die weiter blockiert bleiben, ist ja alles in Ordnung. Da kann auch mal mehr Siegpunkte haben. Stresst mich dann nicht zu sehr. Der lehnt ja auch die allermeisten Gefechte ab. Suez freihalten, ja. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was das Konzept der Mistral ist, wie weit dort einfach nur Prestige, wir wollen Flugzeugträger haben, eine Rolle gespielt hat. Aber
Die sind jetzt auch ausgestattet, meines Wissens. Also wie gesagt, die haben unter anderem Kamm auf 52 gekauft. Wie viele Torpedorohre haben die eigentlich? 9. Ja. Den will man nicht zu nahe kommen. Was war das jetzt eigentlich hier? Objectives, Konvoi. Ah ja, ich soll einen Konvoi jagen. Ja, den wollen wir dann doch noch jagen. Da ist er. Da muss ich, glaube ich, 6 Schiffe versenken, damit ich die volle Punktzahl bekomme. Und es geht ja fast in einem Mal mitten durchrasen. Uah. Enemy Ship, okay. Oh, ich habe einen seiner Kreuzer torpediert. Nee. Es sah so aus, ob es gleich mich trifft, der Torpedo. Thank you very much. Hat jemand an mich gedacht? Gute Frau. Dabei habe ich gar nicht darum gebeten. Das nennt sich mal Unterstützung. Das wäre erledigt. So. Soll ich jetzt noch versuchen, Zerstörer mit meinem Kreuzer zu jagen? Ich weiß nicht. Ja. Die Thetis ist getroffen worden. Ein schönes Schiff. 12 4-Inch. Und die ist nicht unter meiner Kontrolle. Das heißt, da muss ich jetzt hoffen, dass der Computer mit der sorgsam umgeht, aber das ist wahrscheinlich nicht so über die Massen wahrscheinlich. So, die ist langsam. Oh. Ich dachte gerade, ich bin doch fast durch die Torpedos durchgefahren. Den Eindruck hatte ich zumindest. Ich wohl Glück. Ich weiß nicht, ob das weise ist, die jetzt zu jagen. Ja. Aber wir machen es natürlich einfach trotzdem. Weil die haben ja nur jeden 9 Torpedos an Bord. Wie gesagt, für mich ist es absolut großartig, denn Grafik brauche ich nicht zwingend. Gerade bei so einem Spiel wie dem hier. Ich will die Zuschauer nicht damit nerven, dass ich es immer wieder erzähle, was mich an dem Spiel so unfassbar reizt. Aber für mich ist das absolut großartig. Ich habe auch beide Vorgänger gespielt und sicherlich auch Dutzende Stunden, wenn nicht sogar über 100. Jede Version. Additional War Loan. Okay. Sind wir endlich positiv, weil die Zerstörer fertig gebaut werden? 2000 Tonnen, gut. Ist jetzt die Thetis eigentlich gesunken? Ich glaube nicht, oder? Ist gesunken. Okay. Was ist mit der Graf Zeppelin jetzt? Soll ich die jetzt bauen? 72 Flugzeuge. Danach brauche ich aber neue Schlachtschiffe. Wie sieht's hier jetzt aus? Ja, yep, die sind voll ausgestattet. Gut. Aircraft Types. Können wir mal einen Medium Bomber neuen anfragen? Reichweite und Bombenlast.
Alle, die hier länger als eine Stunde hier bleiben, wissen warum. Ja, genau. Also ich meine, man muss verstehen, ich habe meine Magisterarbeit über Marinerüstung geschrieben. Das heißt, genau die Dinge, die ich in meiner Arbeit hatte, dass man Schiffe verschrottet, wo man das Gefühl hat, die sind doch eigentlich gut genug, wird halt hier einfach demonstriert. Und das ist das, was mich so reizt. Ich mag Schiffe einfach. Und hier kann ich halt meine eigenen Schlachtschiffe bauen. Das ist halt, was weiß ich, ich habe es noch nie gemacht, aber ich sollte einfach mal jetzt ein 80.000 Tonnen Schlachtschiff bauen mit 20-Inch-Geschützen oder sowas, nur aus Prinzip. Sollte man das mal wahrscheinlich mal machen. Okay, die versuchen sehr schön, mich abzuhalten, indem sie zwischen dem Konvoi und mir fahren. Das ist auch schon wieder gefährlich hier. Jetzt muss ich eigentlich nur weit genug da rein. Denn wirklich torpedieren kann er mich ja nicht so gut, wenn ich mitten in seinem Konvoi bin. Das Einzige, wovor ich immer Angst habe, wie ein Wahnsinniger, sind Torpedos. Da ist schon wieder ein Zerstörer. Boah. Das hätte böse enden können. Ah, von wo kommt der denn? Von wo kam der Torpedo denn her? Ja, die ist tot. Ah. Ja. Zum Glück habe ich wenigstens genug. Und wenn ich schon dran bin, kann ich eigentlich auch noch im Konvoi bleiben und so viel wie möglich versenken. Und dass ich mit der noch lebend davonkomme, habe ich irgendwo meine Zweifel. Gerade bei Kreuzern, die noch wenig Masse haben, tun Torpedotreffer natürlich noch mehr weh. Aber dann gut, dann schauen wir mal. Ja, und das war's. Man kann Farbeinstellungen vornehmen. Okay. References. Sound and Video. Map Colors. Background. Text. Use Custom Interface Colors. Schauen wir mal so. Bislang sehe ich noch keinen Unterschied. Das ist das Zerstörer. Ja, die sollen sich mal zurückziehen. Denken Sie, das Schlachtschiff mit ausreichend guter Civis ein Comeback haben werden? Das ist die gleiche Geschichte, weshalb ich sage, dass ich nicht viel von der Panzerfabrik in der Ukraine halte. Es kommt immer was durch. Man kann nicht 100% dauerhaft abfangen. Und wenn ich ein Riesenschiff baue, dann muss es besser gerechtfertigt sein. Und was rechtfertigt heute noch ein Schlachtschiff? Die Panzerung wird niemals dick genug sein. Und Kanonenrohre. Wenn ich unbedingt große Kanonen haben will, dann kann ich auch übergroße Artilleriegeschütze auf den Frachter stellen oder sowas. Also ich glaube nicht, dass Schlachtschiffe noch zu rechtfertigen sind. Was ich mir vorstellen könnte, wären Arsenalschiffe. Man nimmt einen alten Tanker mit 300 Meter Länge und packt auf den 800 Vertical Launch Cells rein. Und dass die mit Raketen bestückt sind, die große Reichweite haben. Die Umbaukosten müssten überschaubar bleiben. Man kann eine minimale Besatzung draufpacken von 20, 30 Mann oder sowas. Und die schießen einfach nur ab und die Steuerung der Marschflugkörper, der Steuerung der Raketen übernehmen andere Schiffe. Das, denke ich mal, würde ich erwarten, dass das kommen könnte. Die Pläne gibt es ja auch schon mit Flugzeugen, Arsenal Planes. Da wird aus einer C-130 oder sowas, werden dann massenhaft Raketen abgefeuert.
Aber Schlachtschiffe sehe ich nicht, dass die noch einen Sinn hätten. Ich meine, die hätten Nutzen, gar keine Frage. Aber der nicht, die separat zu bauen, die Risiken, die ein Schlachtschiff, natürlich tauchen sie wieder direkt neben mir auf, die Risiken, die das mit sich bringt, so ein großes Ding direkt am Feind zu haben, glaube ich nicht, dass die sich rechtfertigen lassen. Der hat wohl einen guten Treffer abbekommen. Der war auf einen Schlag, blieb er stehen. So, jetzt sollte ich mich nicht von der Almirante Valdez versenken lassen. Nee, es müsste es mit C sein, ja. Mit Primärquellen aus den USA, was die sekundäre Beobachtung angeht und ansonsten übersetzten und halt Sekundärliteratur. Was die Primärquellen anging, hätte sicherlich bessere Themen für mich gegeben. Naja. Genau. Aber dafür brauche ich kein Schlachtschiff. Lertes oder irgendwie so. Lertes, ja. Raketenunterstützte 155 mm Artillerie kann auch 80 oder 90 Kilometer weit schießen. Und es gab ja auch die Tests mit dem Turm einer Panzerhaubitze 2000 auf einem deutschen Kriegsschiff. Und notfalls kann man mehrere Panzerhaubitzen auch einfach auf ein Frachtschiff packen. Oder auf die Hubschrauberlandefläche einer Fregatte oder sowas. Also ich sehe keinen Grund mehr, die Schlachtschiffe noch zu haben, so leid es mir auch tut, denn für mich sind sie die schönsten aller Schiffe. Wie sehr die zum Beispiel Juan Carlos oder auch die Träger von Italien einsatzbereit sind. Ja, die Italiener haben ganz gute, die haben ja, glaube ich, zwei. Die Garibaldi und noch irgendeinen. Und die Arsenalschiffe, ich glaube, ich habe mir irgendwo was gelesen, aber für mich ist vor allem die Inspiration die Arsenalflugzeuge. Und eigentlich ist ja logisch. Ich meine, VLS, ich sehe keinen Grund, warum eine VLS unbedingt auf einem Kriegsschiff sein muss. Wir sind in einem Zeitalter, wo die Rakete die Steuerung von anderen Schiffen übernommen werden kann. Und dann erklär mir mal einer, warum ich die Raketenbasen nicht auf einem extrem billigen Schiff bauen kann. Was ein Problem sein dürfte, ist, dass das doktrinär immer noch ein Thema ist. Man wird nicht wollen, dass man ein Schiff baut mit Mil ein Kriegsschiff muss, was weiß ich, zu allem Möglichen in der Lage sein, doktrinär. Die eigene, es muss zu anständiger Leckbekämpfung fähig sein, es muss genug Personal an Bord haben, um zu verhindern zu können, dass es geentert wird und was weiß ich was. So wird es verschiedene Aufgaben geben, die eine größere Besatzung erfordern. Aber das Schlauste wäre einfach, einen alten Öltanker zu nehmen, in die Tanks VLS zu bauen, vielleicht sogar welche auf zwei Stockwerken oder sowas. Und eine absolut minimale Besatzung. Und wenn die Strieb. Wie teuer kann das sein? Und es gibt ja inzwischen auch Raketen, die sich von Schiffscontainern starten lassen. Theoretisch könnte man also ein altes Containerschiff nehmen. Und dann einfach dort eine Menge. Und ich glaube, jetzt sollte ich abdrehen. Die Punkte habe ich bekommen. Ich lasse mir jetzt nicht die von der Tann versenken. Also man könnte auch einfach ein altes Containerschiff nehmen. Die Container oben drauf und dann theoretisch irgendwie einen Kran haben oder sowas, der die leergeschossenen Container über Bord wirft. Wäre eine schön billige Möglichkeit, die Feuerkraft gewaltig zu erhöhen. Vergleich mal die Kosten mal mit einem Kriegsschiff, mit einem großen, mit einem Kreuzer oder einem Zerstörer. Im einen Fall zahlt man 25 Millionen fürs Schiff und für den Umbau 50 und im anderen Fall kostet es 1,5 Milliarden plus.
Für mich wäre die Rechnung relativ einfach. Aber wie gesagt, mal schauen. Sie werden schon ihre Gründe haben, warum sie sowas nicht machen. Oder es wird kommen im Krieg. Ist alles eine Frage des Aufwandes. Denn ein Tanker ist auch so groß, dass er so schnell nicht sinkt. Wenn der zwei Torpedos abbekommt, dann bleibt er wahrscheinlich trotzdem noch lange über Wasser, wenn er ordentlich Schotten hat. Wenn er langsam ist und eine relativ hohe Verlustrate hat, aber der Großteil der Besatzung immer von Bord kommt und die Kosten nicht hoch waren, könnte man auch sagen, wo ist dann das Problem? Aber wie gesagt, da spielt er dann auch Doktrin eine Rolle. Trojaner, danke fürs Prime-Sub. Es wäre keine Chance, die mit einer Carrier Strike Group mitfahren zu lassen. Keine Chance. Das erklärt sich von selber. Aber müssten sie theoretisch ja nicht. Immer nur Zerstörer ohne, immer nur die Schiffe ohne Zerstörer, ohne alles. Jetzt muss ich hoffen, dass seine Torpedobomber noch nicht besonders gut sind. Was greift an? Z High Level. Okay, es sind Zeppeline. Ja, damit kann ich leben. Dive-Bomber, okay. Irgendwie missfällt mir das. Medium-Bomber. Medium-Bomber können Torpedos tragen. Ja. Irgendwie habe ich keine Lust. Ich glaube, ich mache mich mal vor. Ich verabschiede mich mal. Okay. Monksteel 5 Geschenkabos. Vielen lieben Dank. Und D4, ja, keine Ahnung. D4N, das ist wahrscheinlich wieder irgendein Leadspeak, was ich nicht schnell genug identifizieren kann. D4N, vielen Dank für das verschenkte Abo ebenfalls. Sehr, sehr freundlich. Was ist das jetzt hier? Okay, das ist eins der alten, aber eine ordentliche Feuer. Also ja gut, 12 mal 12. 12 Inch ist halt nicht so berauschend. Kommen wieder Zeppeline. Schönen guten Abend. Hier ist A. Daniel. Danielson. Danielson, oder? Danielson, danke fürs Verschenkte und Monksteel für die 5. Vielen lieben Dank. Sehr freundlich. Schönen guten Abend. Okay, wir warten jetzt eigentlich nur noch, bis die Spanier kapitulieren. Denn siegpunktemäßig mag ich noch nicht gewaltig vorne liegen. Man sieht's. Aber sie sind blockiert. Das heißt, auf Dauer haben die keine Chance. Secondary. Okay. Bessere Feuerleitanlagen. Medium Bomber kann immer noch keine Torpedos tragen. Sobald die Medium Bomber Torpedos tragen, ist natürlich gut. Submarine Sinking. Oh. Okay. Seine U-Boote machen mir so viele Probleme, dass bei mir die Nahrung knapp wird. Das ist interessant. Dann können wir mal die ganzen hier mal mit einsetzen. Denn das wird bei mir natürlich Probleme erzeugen mit der Unterstützung im Volk.
Dankeschön. Ja. Wie gesagt, ich sag's dann immer, ich freue mich natürlich über finanzielle Unterstützung und irgendwie will ich ja meine Rechnungen auch bezahlen und mir dann irgendwann gerne auch mal was leisten. Aber ich erinnere mich an die Zeit, als ich als Student jedes Ding, was ich in den Warenkorb gelegt habe, im Kopf mitgerechnet habe, wie teuer das ist. Damit ich nicht an der Kasse stehe und dann das Problem habe, dass ich es mir nicht bezahlen kann. 8x8. Der hat schwere Kreuze und die sind meinen deutlich überlegen, meinen leichten. Ich glaube, ich lasse ihm den Sieg. Denn das wird nicht gut enden. Dünnere Panzerung, schlechtere Feuerkraft. Nö, darfst du haben. Gegebenenfalls Farbeinstellung wieder zurückstellen. Okay. Ja, wahrscheinlich. Ich habe keine Ahnung, wie genau ich das am besten. Until a new battle is started. Ja, Night Mode wäre nett, aber ich habe keinen. Danke nochmal. Ich wurde irgendwie, habe ich mich selbst unterbrochen, Trojaner. Klar, völlig klar. Danke fürs, wie gesagt, ich kann es absolut nachvollziehen. Ich hatte die Zeit, wo ich jeden Cent umgedreht habe. Und da freue ich mich über jeden Zuschauer, auch wenn er mich nicht finanziell unterstützen kann. Es gibt ja genügend, die es können und die es tun. Und Prime Sub ist eine schöne Möglichkeit. Das heißt, ich habe eine Möglichkeit, dass mich Zuschauer unterstützen, dank Twitch. Und gleichzeitig habe ich einen Vorwand, Computer spielen zu können. Denn ich liebe Computerspielen. Ich spiele es, seitdem ich 7 bin. Spiele ich Computer seit 33 Jahren. Das ist dann schon eine Weile. Noch immer nichts. Das ist 2000 Pfund Bombe auf 320, nee, auf 230. Also der ist mit Abstand besser. Okay. Okay, schauen wir mal. Ja, diesmal hat es geklappt. Beim letzten Mal hatte ich den Eindruck, dass der Gegner hatte was versenkt und bei mir stieg die Spannung. Hier gibt es auch noch Bugs. Ich habe mit Japan ein Testspiel gehabt und da wollte ich einen Überraschungsangriff machen und meine Flotte ist gestartet in seinem Hafen im Stillstand. Und er hat sozusagen den Überraschungsangriff auf sich selbst durchgeführt. Kompletter Unsinn, was da gelaufen ist. C64, C128 und dann Amiga 2000. Okay, sind wir bei 2000 oder 2 Millionen? Ich weiß nicht, warum ich immer 1000 dranhänge. Wer weiß, wie viel das ist. Pro Monat. Die brauche ich eigentlich, könnte ich die verschrotten. Wenn ich sie selbst jetzt nicht einsetze, ja, weg damit. Was ich gebrauchen könnte, wären wahrscheinlich schwere Kreuzer oder mehr. Ich brauche von allem wieder mehr. Zerstörer habe ich wahrscheinlich genug. Und nachdem die neuen Flugzeugträger fertig sind, habe ich auch mal so mehr oder weniger genug Flugzeugträger. Aber ich brauche dann dringend Schlachtschiffe und Schlachtkreuzer. Und wahrscheinlich auch schwere Kreuzer. Und eigentlich bräuchte ich auch wieder bessere, leichte Kreuzer. Naja. Okay, dann schicken wir mal die Zerstörer rein. Die zwei, die wir haben. Ist das wirklich ein Schlachtschiff? Im Ernst? Sieht so aus. Oder zumindest wieder schwere Kreuzer. Auch wieder nix. Nee. Keine Lust, mit denen lege ich mich nicht an. Könnte man so sagen, aber die Nole Fini. Oh, schön. Einen seiner Kreuzer. Noch ein Torpedotreffer. Das ist doch schön. Der hier. 8 Inch. Oh, ist kein schlechtes Schiff.
Nach zwei Torpedotreffern sollte der eigentlich genug haben, nach normalen Maßstäben. Die Idee bei einem Arsenalschiff oder einem Arsenalflugzeug ist halt, dass es billig ist. Das ist die Grundidee. Denn natürlich kann man sich vorstellen, eine C-130 Herkules, wenn die kann ja wahrscheinlich 80 oder 100 MRAM tragen oder irgend sowas. Wenn die jetzt als MRAM-Starter eingesetzt werden würde, die ist natürlich dramatisch billiger als eine vergleichbare Feuerkraft auf Kampfflugzeugen. Sowas ist die Grundidee dabei. Spielen Sie auch Wirtschaftssimulation? Ja, sehr gerne sogar. Muss halt mir halt passen. Ich muss sagen, mit den neuen Annos habe ich immer so ein bisschen mein Problem. Anno 1800 sah toll aus, aber ich habe es nur kurz angespielt. Was ich nicht mag, ist das mit Kolonien und so weiter, mit verschiedenen Karten. Das reizt mich irgendwie nicht mehr so. Aber sowas zum Beispiel habe ich früher sehr, sehr gerne gespielt. Hardships in Spain, ja. Die bekommen langsam Probleme. Das heißt, ich muss irgendwann endlich mal aufhören, hier auf YouTube zu streamen, dass ich wieder richtig Computer spielen kann. Toughness 11. Größte Reichweite bei gleichbleibender Bombenlast. Einzige, was er nicht so, na, selbst die zweithöchste Geschwindigkeit ist größere Reichweite als der. Ist der Beste. Die Arado AR-173. Minen und U-Boote sorgen für ordentlich Probleme. Wenn man sich das anschaut. Wir haben schon einiges an Schiffen verloren. Wir haben zwei Überschuss. Sollen wir Schlachtschiff oder Schlachtkreuzer? Wahrscheinlich brauchen wir ein Schlachtschiff. Ich könnte 20 Inch bauen. 16 sollte eigentlich reichen. Habe ich schon entwickelt? Alle Geschütze vorne? Was ist das? Chip Design? Triple Turrets kann ich schon auf CL bauen, okay. All Forward, okay. Das heißt, das, was wir gerade gesehen haben, ist tatsächlich gewichtssparend. Alles vorne. Was haben wir jetzt hier? 24 Knoten. Nee, es soll mindestens 28 haben. Deckspanzerung 5,5, das ist schon sehr solide. Für 45.000 Tonnen könnte ich das sogar machen. Frage ist, ob ich zwei Vierlinge baue oder drei Drillinge. Ein Rohrunterschied, aber gewichtsmäßig macht es wahrscheinlich einen himmelweiten Unterschied. Ja, 1700. So kann ich fast 30 Knoten machen. Ist eigentlich mit 30. Sieht das dann noch als BC? Nee. Ich muss genug übrig lassen, dass ich die zu Dual Purpose umbauen kann, sobald es möglich ist. Belt and Deck halved in other areas. Ja, das spart eine Unmenge Gewicht, wenn ich nur die Magazine schütze. Nehmen halt mehr Schaden. 5000 auf einen Schlag. Sieht gar nicht mal so schlecht aus, finde ich. Die Tirpitz. Ich würde den Turm gerne. Naja, die Lücke sieht halt ein bisschen optisch nicht so toll aus. Und ist doof, dass ich noch keine Dual Purpose 5-Inch machen kann. Aber ansonsten, die sind Dual Purpose. Hier kann ich noch mehr draufpacken. Neunundsechzig wird halt nicht reichen.
So, noch ein bisschen. Was kosten jetzt 5.100? Das ist so krass viel. Ein einzelnes Schiff. So. Kostet gar nicht mal so dramatisch viel mehr. Hier haben wir die Gesamtkosten. 170. 500 Tonnen mehr und ich habe ein dickes Polster für irgendwelche späteren Updates. Das klingt doch nach einem Plan. Und guten Abend. Oh, Tallboy, ja. Ja. Es gibt sehr, sehr. Ich würde auch Mud, wie heißt das? Mudrunner oder sowas, hätte ich auch mal Lust drauf. Ich habe ein paar Mal irgendwelche Videos gesehen. Aber dann, ja, letztendlich habe ich auch mal was Besseres zu tun. Battle Brothers habe ich jetzt seit Monaten auf dem Rechner. Es soll richtig, richtig toll sein. Ich habe es noch nicht mal angespielt. Dann schauen wir mal, was hier jetzt ist. Ich glaube, ich muss zwei Schiffe bei einem Küstenraid versenken. Sonst kriegt der Gegner Bonuspunkte. Das heißt, ich kann jetzt... natürlich. Beide von einem Torpedo getroffen. Ja. Weil ich die natürlich einsetze ohne Flugzeugträger. Gell? So macht man das. Okay, das sind Z. Wird er hoffentlich nicht durch Horizontalbomber versenkt werden. Z wieder. Okay, wieder Zeppeline. So frustrierend. Pizza Connection. Ob ich das Spiel erklärt habe. Das ist ein Schiffsbausimulator. Das heißt, man ist so jemand wie Jackie Fischer oder wie Alfred von Tirpitz. Das heißt, man ist der Chef einer Marine. Und als solcher bestimmt man deren Aufbau. Wie viele Schlachtschiffe baue ich? Wie viele Zerstörer? All das, was in der Realität eben mit die Flottengestaltung bestimmt. Die kann ich hier mitbestimmen. Und jetzt werden mir gerade meine beiden einzigen Schlachtkreuzer versenkt, weil irgendjemand in der Operationsplanung die schlaue Idee hatte, ohne Luftgeleitschutz die hier hinzuschicken. Ja. Und sie dadurch natürlich Torpedos abbekommen haben von Torpedobombern. Immerhin haben sie gute Bewaffnung und das heißt, die haben seinem Schlachtschiff so eingeschenkt, dass es sofort keine Lust mehr hatte. 6 Monate im Voraus, Danielson. Vielen lieben Dank, das ist sehr freundlich. Vor meinem Ende zu Ende geht. Ja, hier haben wir jetzt Gefecht. Ich muss ehrlich sagen, der Gefechtsteil finde ich nicht so prickelnd. Der ist für mich ein Pflichtteil, nicht das Spaßige daran. Für mich ist allen Ernstes das Spaßige, das, was wir gerade gemacht haben, das Designen des Schiffs. Hier mich jetzt zu entscheiden, denn wie gesagt, wenn ich es jetzt anschaue, das Einzige, was gerade halbwegs passt, sind die Zerstörer. Ich habe hier, das alles sind Zerstörer mit 1500 Tonnen. Die fahren alle noch 31 bis 32 Knoten, ist nicht besonders schnell, aber sie haben 3 5-Inch, nicht so schlecht. 8 Torpedorohre, das ist sehr solide. Nichts Berauschendes, aber solide. Die sind also durchaus noch zu gebrauchen. Dann habe ich all diese hier sind neue. 18 Torpedorohre. Das sind reine Torpedomonster. Das heißt, da habe ich wahrscheinlich die beste Torpedoflotte der Welt. Korvetten, Geleitschiffe, jede Menge. Aber leichte Kreuzer. Ich glaube, inzwischen kann ich wahrscheinlich 10.000 Tonnen bauen. Die sind nicht schlecht, aber man sieht es hier. Das Schlachtschiff ist veraltet. Das muss eigentlich verschrottet werden. Die sind
ordentlich. Aber ich habe nur noch zwei davon. Und ich habe meine zwei Schlachtkreuzer. Das war's. Das heißt, was ich dringend brauche, wenn wir jetzt hier hinschauen, Budget 325. Ich meine, die Amis und die Briten haben ein höheres Budget. Ich habe eigentlich jetzt nicht Geldmangel. Aber es wird halt alles irgendwo unterwegs aufgefressen. Und ich schaffe dann gerne die Luftwaffe ab im Frieden, was natürlich bedeutet, die ersten Monate im Krieg taugen die Piloten nichts und die Luftwaffen sind auch nicht ausgestattet. Jetzt haben wir es hier, Experience is fair. Also sie wissen jetzt halbwegs, was sie tun müssen. Medium Bomber. Den hier zum Beispiel. Können wir sofort wieder abschaffen. Und den eigentlich auch, denn die kommen gleich in Dienst. Ja, das ist das Spiel. Zum Glück haben meine Schlachtkreuzer überlebt. Immer hier. Er kommt nie zu mir. Ich fahre immer vor seine Küste, damit ich in Reichweite seiner Torpedobomber bin. So, und jetzt ist wahrscheinlich hier wieder ein schwerer Kreuzer. Weil was sonst? Die mir eins zu eins überlegen sind, genau. Ja, mit dem kann ich mich nicht anlegen. Ich meine, es ist nicht so, dass ich chancenlos bin, aber es ist nicht. Ah, ich mag das Wegrennen die ganze Zeit nicht. Riskieren was. Der hat halt auch eine größere Artilleriereichweite. Das heißt, meine wären schon getroffen, bevor ich überhaupt in Feuerreichweite bin. Okay, zwei Zerstörer schon mal versenkt. Denn seine Panzerung ist jetzt auch nicht so, dass er meine Treffer überleben kann. Er hat halt deutlich mehr Feuerkraft als ich, was eins angeht, aber ich habe zwei Schiffe. Also rein theoretisch habe ich durchaus eine Chance. So, vielleicht können wir ja auch noch einen Torpedotreffer erzielen. Ja, ihn zweimal getroffen mit 6 Inch und er mich einmal. Jetzt müssen wir aber wegdrehen, weil der hat ja wahrscheinlich Torpedos. Wieder ein Treffer. 6 above water. Ja. Kann mich also eindeutig torpedieren. Und zwar aus unangenehmen guten Winkeln. Aber man sieht, ich wirkt so, als ob ich ihn deutlich häufiger treffe, als er mich. Mein Torpedo ist ausgewichen, aber die Treffer sind jetzt klar auf meiner Seite. Also wahrscheinlich wird der es. Also er schießt noch zurück, so viel ist klar, aber ich treffe ihn deutlich häufiger als er mich. Ich meine, ich gebe ja auch Geld dafür aus in doktrinären Geschichte, dass meine Gunnery üben, also Kanonen schießen. Aber man sieht, ich kann nur noch 21 Knoten fahren. Die Undine ist schon so beschädigt, ja, die ist nicht mehr weit davon entfernt, dass sie sinkt. Okay, dann machen wir mal die Detach. Und versuchen ihn jetzt mit nur einem Schiff zu versenken. Wo will denn die Undine hin? Warum fährt denn die hier runter? Fahr nach Norden. Er wird langsam. Das war's. Konnte ihn also versenken. Einziger Nachteil ist, die Undine hatte wirklich Dickschaden genommen. Undine, ja, soll sie ruhig machen. Kann man am Feuerleitsystem etwas rütteln?
Das ist klar eine Technik, eine Frage der Feuerleittechnik. Ich habe jetzt hier, wo steht's? Improved Director. Je höher die Technologie im Feuerleitsystem, desto höher die Trefferwahrscheinlichkeit. Und später kommt ja noch Feuerleitradar hinzu. Das heißt, ja, das spielt eine große Rolle, dieses Feuerleitsystem. Wenn man sich jetzt anschaut, wie kurz die Gefechte sind, wie schnell man Treffer erzielt. Okay, hier war ein U-Boot. Wie schnell man Treffer erzielt. Das ist so viel schneller als zu Beginn des Spiels. Wo die Gefechtsdistanz auch unter 4 Kilometer sind oder sowas, um überhaupt eine Chance zu haben, zu treffen. Ich meine, deswegen hat man am Anfang auch die Schlachtschiffe mit geringer Rohrerhöhung gebaut. Die Leute wussten damals auch, dass die Kanonen weiter schießen, wenn man die Rohre auf 45 Grad anhöht. Es war nur nicht nötig, weil man auf die Distanz sowieso nichts mehr getroffen hat. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel schaue, 22 U-Boote hat er noch. Okay. Ich jetzt nicht Research, Design Ship. Ich habe aktuell Advanced Director. Das sind alle, die es bislang gab. Local Only, damit fängt man an. Da hat man noch überhaupt kein zentrales Feuerleitsystem. Das ist dann die Einführung vom Zentralen und so weiter. Dementsprechend höher steigt die mögliche Kampfentfernung und auch die realistische Möglichkeit zu treffen. Das heißt, ja, wir sind jetzt bei einem Punkt, wo eben die Trefferzahl dramatisch steigt. Was dann natürlich auch entsprechende Konsequenzen hat, weil die Gefechte kürzer dauern und viel, viel entscheidender ablaufen. In den Frühphasen hat man häufig, dass irgendwie zwei Schlachtflotten nebeneinander herfahren und sich 20 Minuten beschießen und ein Schiff sinkt. Wenn man jetzt 20 Minuten nebeneinander herfährt mit Schlachtflotten, dann ist eine Flotte gesunken. Das geht einfach da nicht weiter. Jetzt sind wir mal bei mir, okay. Ah, wieder nur Kreuzer. Unknown ship sighted. Okay. Transportschiff. Was macht ein Transportschiff? Das war alles, was hier war. Okay. Ultimate Action Dread. Ich hab Dreadnought. Ich hab's. Ich hab's nur mal ausprobiert und da habe ich nicht kapiert, wie es mit den Flotten verlegen geht und so weiter. Das heißt, ich werde es demnächst auch mal wieder spielen. Ich muss dann mal ein Tutorial machen und mir anschauen, wie genau das nun mit den Schlachten und Flotten verlegen und so weiter geht. Aber es ist, glaube ich, immer noch im Alpha. Oder ist es schon im Beta? Also, das war auch noch nicht wirklich, wirklich spielbar, muss man sagen. So, jetzt die Frage, wann die Spanier endlich genug haben. 16 Runden noch, okay. Okay, jetzt ist es mal größer. Was genau macht die hier? An der AI Control, okay. Unknown ship sighted, na dann. Auf ins Gefecht. Endlich mal nicht vor seinem Hafen. Ist es. Das ist jetzt entfernt 19.000 Yards. Also was sind das? 18 Kilometer. Und wie man sieht, deutlich innerhalb der Feuerreichweite. Das ist Artilleriereichweite, das ist Torpedoreichweite. Und jetzt können wir mal schauen, wie lange es dauert, bis wir treffen. Jetzt wird's Feuer eröffnet. Jetzt machen wir mal Crossing the T mehr oder weniger. So, ersten Treffer. Und jetzt sieht man es, Treffer auf Treffer auf Treffer. Also es wird, und der wird schon langsamer. Das heißt, der ist wahrscheinlich schon zu Klump geschossen, wenn man sich anschaut, dass er bereits langsamer wird. Und da ist es tatsächlich so, hier berechnet es alles mit. Das heißt, wenn ich einen Kurswechsel mache, müssen sie sich komplett neu einschießen, logischerweise. Jeder Wechsel in Position und Kurs ist also nachteilig. Was aber bedeutet, jedes Mal, wenn ich jetzt zum Beispiel, weiche ich möglichen Torpedos aus und sofort sinkt die Trefferwahrscheinlichkeit. Ist alles mitberechnet. Hier hat man die Windrichtung, rechts oben gerade nicht so gut zu sehen, aber der Pfeil geht in diese Richtung.
Das bedeutet, wie der Rauch sich hin verlegt. Und jetzt kann ich zum Beispiel schauen. Irgendwo hier war das sichtbar. Ist es Log Entries? Nee. Irgendwo war mitberechnet, wurde sogar, glaube ich, genannt, dass der Rauch die Trefferwahrscheinlichkeit verringert und so weiter. Details. Hier, Crew Quality under fire verringert, weil man unter Feuer ist, ist die eigene Feuerrate verringert. Basic Rate of Fire 2,7 pro Minute. Ziemlich ordentlich. Accuracy Report. Technologie. Weil die Sekundärbatterie feuert, trifft die Primärbatterie weniger. Was haben wir noch? Sighting Level. Two ships shooting, firing at same target. Das heißt, es ist schwerer zu identifizieren, was meine Granaten sind, wenn auf das andere Schiff ständig jemand anderes schießt. Man entscheidet sich ja anhand der Einschläge im Wasser, ob man zu weit oder zu kurz geschossen hat. Und hier ist, das heißt, es wird alles mitberechnet. Ist der Rauch im Weg? Der versperrt ja dann die Sicht und solche Geschichten. Wir sehen, die San Leonardo ist praktisch schon kurz davor. Das war's praktisch für die. Jetzt muss ich nur aufpassen, dass ich mich nicht torpedieren lasse. Und das geht auch durch eigene. Oh. Okay, der hat alle gefressen. Aber das ist sehr gewagt, hier zu torpedieren. Okay. Getroffen im Turm und der Turm ist in die Luft geflogen. Und die Alejandro ist jetzt unter Feuer. Das ist dieses uralte Ding. Das ist kompletter Schrott ist. Jetzt müssen wir schauen, dass mich die Pluto nicht versenkt. Wie viel Torpedorohre? Vier. Okay. Das ist nicht ganz so wild. Aber man sieht, jetzt mache ich kurz einen Prozess mit dem. 10, 15 Inch-Schüsse und zwei Treffer. 11, 15 Inch, zwei Treffer. 11, 4 Inch, meine Sekundärartillerie. 9, 15 Inch, zwei Treffer. Der hat allein in dieser Minute hat er 4, 15 Inch Treffer abbekommen. Ja, und das war's auch schon. Die ist jetzt auch schon erledigt. So, und jetzt drehen wir hier mal weg. Und hier herum. Denn ich habe keine Lust, dass mich die Pluto noch torpediert. Das ist wirklich, wirklich detailliert. Das Spiel basiert, glaube ich, auf, wie heißt das, Fire and Steel oder irgend sowas? Das war irgendein Seeschlachtsimulator von dem ursprünglichen Programmierer zuerst programmiert. Und das sah nur so aus. Diesen Schiffbauteil hat er dann wohl später dazu gemacht, aber den ersten Teil habe ich nicht gespielt. Also diese erste Art und Weise. Inzwischen gibt es Funk. Ja, ich glaube, inzwischen haben wir auch Sprechfunk. Was sind wir jetzt für ein Jahr 29? Ja, und ja, genau. Am Anfang sind es reine Flaggensignale. Das heißt, zu Beginn hat man ständig, dass irgendwie die Schiffe, das hat man eine Division und die zweite Division kommt dann die Nachricht, Signale falsch verstanden, dann fahren die auf einmal nach Norden weg, mitten in der Seeschlacht, weil sie missverstanden haben, dass es geradeaus gehen soll. Das ist halt auch die realistischen Dinge sozusagen mit eingebaut. Es ist ein tolles Spiel, muss man echt sagen. Es sieht aus wie DOS-Zeiten, Amiga 2000 wäre, das hätte auf dem Amiga wahrscheinlich sein können. Wobei die Auflösung vielleicht noch ein bisschen schlechter gewesen wäre, aber in dem, was es simuliert, ist es einzigartig. Ja gut. Das Dreadnought-Spiel könnte vielleicht noch nahe hinkommen. Das geht in die Richtung, aber grafisch schön. Ah, das war's. Okay. 10 Punkte. Das habe ich ganz vergessen. Wir haben Mittelmeerbesitzung, gell? Ja, haben wir. Ist die Frage, ob ich mir, wo ich mich festsetzen will. Erstmal ist das Lustige, dass die nichts kosten. Dann nehmen wir die mal. Philippinen könnte ich nehmen und Puerto Rico. Kuba.
Ja, machen wir Philippinen und Puerto Rico. Roadplane Scout. Weniger Reichweite. Braucht kein Mensch. Tirpitz. Ja. Legen wir die mal auf Kiel. Schauen wir mal, wie es gerade aussieht. Im Mittelmeer haben wir Puerto Rico. Das hat 20 Base Capacity. Das ist nicht ideal. Die müssen wir unbedingt erweitern, auch wenn es die Amis nicht freuen wird. Kroatien existiert noch, aber Deutsch-Tunesien habe ich wohl verloren. Ich glaube, das gehörte mir mal hier. Tsingtau gehört noch mir, aber wir haben jetzt auch die Philippinen. Ja. Müssen wir irgendwann Deutsch-Ostafrika zurückholen und Kamerun. Aber ansonsten, Island ist unter deutscher Kontrolle. Das Baltikum ist erobert. Geht schlimmer. Der nächste Krieg gewonnen. Wir haben die drittgrößte Flotte. Schlachtschiffe brauche ich dringend, muss ich nachbessern. Da können wir jetzt mal schauen hier. Erstmal Coastal Fortifications. Oh, ich glaube, ich kann die Airship Bases, die reiße ich einfach mal ab. Denn bis der nächste Krieg kommt, sind aller Wahrscheinlichkeit nach Flugzeuge schon deutlich besser. Philippinen, so viele Basen. Okay. Warum geht es nicht? Zieht es überhaupt Geld ab? Sehe ich gar nicht. Gut, dann die Schiffe. Und schon haben wir plötzlich einen Überschuss. Wenn ich jetzt hier noch mache, jetzt haben wir hier Maintenance, die ist ziemlich hoch. Transfer. Disband. Ich könnte es jetzt auflösen. Move to Reserve. Schauen wir mal, ich habe 565 hier unten. Reserve. Ist jetzt im Geld irgendwas verändert? Ich sehe nichts. Unassigned Pool. Okay, die sind jetzt einfach nur hier. Die müssen aber weiter bezahlt werden. Ah, gut. Das bringt dann also nichts. Und schon spare ich 1.000 im Monat. Was dann natürlich den Nachteil hat, dass ich dann erstmal keine Flugzeuge habe, wenn der Krieg beginnt. Aber einen Tod muss man sterben. Gut, dann schauen wir mal, ob das jetzt passt. Insufficient ships on foreign stations. Ja, das lässt sich ja einfach lösen. Die hier mit C sind für foreign stations gemacht. Und schon wäre das erledigt. Torpedo Protection 3, gerade wo ich mit der Tirpitz anfange. Open Design. Er ist fast wert, den Bau abzubrechen. Also praktisch nun nichts erfolgt ist. Ja. 50% Veränderung zur Tirpitz, weil ich sie 1000 Tonnen höher habe und auch am Rumpf was geändert habe. Aber ist damit immer noch billiger. Ja, in der Entwicklung. Und dann breche ich die Tirpitz ab. Denn besseren Torpedoschutz, man merkt, was ich für eine Phobie mit Torpedos habe. Ich glaube, das ergibt dann Sinn. Gut, dann beende ich hier mal die heutige Episode. Wir haben den nächsten Krieg gewonnen. Allerdings nicht ohne Schaden zu nehmen. Zwei weitere Schlachtschiffe verloren. Mit Spanien. Was haben wir noch mit gegen sie verloren? Kreuzer? Ja, es geht.
Es hat den Spaniern mehr wehgetan, würde ich mal sagen. Ich habe ihnen alleine die drei Schlachtschiffe hier versenkt. Wir schauen uns noch kurz Admiral an, Ultimate Admiral Dreadnought. Ich glaube, es ist nämlich installiert hier auf dem Rechner. Das können wir uns noch kurz anschauen. Aber hier beenden wir es auf jeden Fall mal, wenn es auf YouTube, wenn Sie es dort sehen. Hoffe ich, es hat gefallen. Dann kennen Sie das übliche Social Media Zeug. Daumen hoch, Kommentar, abonnieren etc. Und wenn, dann schauen wir mal. Bis zum nächsten Mal, wenn ich Sie auf YouTube sehe.